Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sonic Unleashed. Wir sind hier im Rooftop Run noch unterwegs und wollen hier die Häuser durchsuchen. Oder wir kämpfen erstmal, das geht natürlich auch. So, zack, zack, zack. Ah, da sehe ich sogar noch eine Mondmünze in dem Haus da. So, X und X. Ich weiß gar nicht, gibt es von den Robotern eigentlich auch stärkere Versionen? Oder sind alle gleich stark? Weil ich glaube, die Roten, die schießen, halten genauso viel aus. So, Kreis und Viereck. Zack. Ich glaube, die schießen, schalte ich mal als erstes aus, weil die können... Oh, okay, der ist tot. Die können unter Umständen doch ganz schön nerven. Zack. Komm her, steh auf. Und X und Kreis. Zack. Oh, die geben sogar mehr Punkte. Das heißt, die... Oh, der war schon fast. Wenn die mehr Punkte geben, heißt das, dass sie sogar stärker sind. Okay, so. Kreis und Dreieck. Zack. Gut, darf ich dann jetzt weitersuchen? Vielen Dank. So, machen wir hier weiter. Zack, klopf, klopf. Ich würde gerne gucken. Dankeschön. 10 Ringe gehören mir. So, genau, hier war noch... Warte, ist hier was? Nein. Aber hier war noch eine Mondmünze. Und Mondmünzen sind wichtig für... Braucht man eigentlich Sonnenenergie für Nachtlevel oder Mondenergie für Taglevel? Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. So, gehen wir erstmal hier oben gucken. Zack. So, hier war nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeug. Aha, noch eine Mondmünze. Jetzt kommen die aber Schlag auf Schlag. So, sonst noch was? Nein, das war's soweit. Gut, dann können wir weitersuchen. Zack. Ein Leben kann man immer gut gebrauchen. So. Hier ist noch ein Laden. Ich rauche hier die ganzen Läden aus. Sonic, was ist los dir geworden? Du warst mein Vorbild. Und jetzt räumst du Läden aus. So. Zack, 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 zack. Und zack. Ich glaube, wir sind aber schon über die Hälfte. Also, so lang ist es tatsächlich gar nicht, das Level. Aber es gibt... Gehst du mal hier raus? So. Es gibt aber durchaus ein paar Warhawk-Level, die etwas länger sind. Also, da kann man sich noch auf was gefasst machen. Na, ihr Kollegen schon wieder. Kommt auf euch, scheiße ich jetzt mal. Euch mache ich einfach fertig. Zack. Und zack, und zack. Bam. So. Das wird schon nicht die große Punkteverschwendung sein. Die Großen am Ende vor allem geben halt ziemlich viel. Aber die Großen sind auch leider nicht in jedem Level vorhanden. Hier war noch ein Buch. Und hier nebenan ist, glaube ich, noch eine Sonnenmünze. Oder... Nö, nur 10 Ringe. Gut. Oh, einen Moment mal kurz. So, da wurde ich kurz aufgehalten, mal kurz angerufen, aber halb so wild, geht sofort weiter. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich glaube, warte, den Ring da hinten nehmen wir noch mit. Zack. So. Ich glaube, wir haben hier jetzt alle Läden durchsucht, dann gehen wir mal weiter. Hier haben sie was versteckt, endlich mal. So. Na, erstmal den Schalter hier aktivieren, ich glaube, der lässt das Fass da oben raus. Genau. Bam. Und er hinterlässt sogar Ringe. Und hier oben war eine Mondmünze. Sehr schön. Zack, da haben wir schon 4. Fehlen noch 2. Und zack, die ganzen Ringe mitnehmen. Da unten ist nichts. Hier haben wir noch Ringe. Und hier hinter ist nichts. Okay. Oh, aber hier ist eine Schallplatte. Warum haben die nicht dahin gesteckt? So. Aber hier noch was? Nein, hier ist nichts. Fühle mich irgendwie wie damals in Jack und Dexter, wo ich hier die ganze Zeit Sachen suche.
Obwohl, in Jack und Dexter habe ich die Verstecke wenigstens gewusst. Naja, egal. Hier noch eine Sonnenmünze. Und das war dann auch, glaube ich, alles hier. Dann gehen wir weiter. Oh, da hinten ist schon der nächste große. An die Standzeige haben wir voll. Das ist perfekt. So. Zack. Und zack, 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 zack. Und zack. So, alle erstmal schwächen. Ja, der ist tot, scheiße. Okay, los geht's. So, X und Kreis. So, Nummer 1 ist down. Und X und Kreis. Und Nummer 2 ist down. So, X, Dreieck, down. Und Kreis und X und down. Sehr schön. Einen nach dem anderen erledigt. Wow, wir haben ziemlich viele Punkte. Ich meine, in den anderen Leveln haben wir gerade mal so die 200.000, lol. In den anderen Leveln haben wir gerade mal so die 200.000 immer geschafft. Und hier haben wir jetzt schon, und sind noch nicht mal am Ende schon die 200.000. Ich komme an die EP nicht ran. Nein, das ist eine große EP. Gib mir das. Verdammt. Bitte. Na, egal. Dann halt nicht. Zack, aber warte, ich glaube, hier hinten war noch was, oder? Ja, genau, eine Mondmünze, perfekt. Hätte ich fast übersehen. So, dann komm mal her, Kollege. Jetzt gibt's aufs Maul. Zack, 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 zack. Oh, verdammt. Steh auf. Zack, zack, zack. Und zack. Bam, 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 bam. Aua, hör auf damit. Zack, 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 zack. Bam. Okay, nicht übertreiben. X. Viereck. Und Viereck. Bam. Geile 20.000 Punkte. So, aber ich glaube, von Gegnern her kommt jetzt sogar gar nicht mal mehr so viel. Ich glaube sogar fast gar nichts. Weil ich glaube, wir müssen jetzt nur noch diesen Glockenturm oder Uhrenturm oder was auch immer hier hochklettern. Und dann ist das Level schon fast vorbei. So, hier unten. Schön gucken. Ist nichts. So, ich klapper jetzt nicht alle Ecken ab. So. Dann klettern wir hier mal geschwind hoch. Zack, schön Ringe. So. Die einzelnen Ringe sind mir teilweise egal. Ich möchte eigentlich hauptsächlich die großen 10er-Ringe haben. Und wenn es sich anbietet, nehme ich die kleinen natürlich auch mit. So, hier 10er-Ring, sehr schön. Und zack, hier haben wir noch ein Leben. Oh, in dem Level kann man ja richtig gut Leben farmen. Hier gibt es ziemlich viele. So, und so. Und hier hoch. Oh, sogar ein Checkpoint. Oh, stimmt. Wir dürfen nicht runterfallen. Ich glaube, ab hier können wir jetzt sogar sterben, wenn wir runterfallen. Und das wäre nicht sehr schön. Nein, 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 nein. Erst an die Stange da. So. Und so. Und da haben wir eine Mondmünze. Die wievielte ist das jetzt? Die 8. Okay. Nein, du gehst dahin. So. So, nach da und zack. Ich muss mich immer gut umgucken. Ich habe nämlich ehrlich gesagt Angst, dass ich eine Münze übersehe. Komm, geh weiter. So, warten. Immer schön auf die Kreissägen warten. So, geh schon mal hier hin. Na, beweg dich. Hab nicht ewig Zeit. So, und hoch da. So. Ich glaube aber, bis jetzt haben wir alle Münzen, die wir kriegen können. In dem Level hier zumindest. Da oben ist noch eine Schallplatte. So. Zack. Wow, wow, das war knapp. Hoch und Seite und zack und zack und zack. Oh.
noch ein Leben, ey. Hier kann man wirklich gut farmen. So, aber... Moment mal. Uns fehlt immer noch eine Mondmünze. Und ich weiß nicht, ob wir die noch kriegen. So, zack. Hier noch eine Sonnenmünze. Jetzt fehlt uns von beiden noch eine. Zack. So, Kamerawechsel bitte. Danke. So, hier können wir jetzt mal die Uhrzeit verändern. Und zack. Oh, die Uhr hat sich bewegt. Ich frage mich, ob du darauf in den Zeiger gehen kannst. Ja, kann man tatsächlich. Chip, ob du es glaubst oder nicht. Zack und zack. Und ist hier oben was? Nein. Also weiter. Zack, zack, zack. Vorsichtig. Und zack und zack und zack. So, aber hier müsste doch noch irgendwo eine sein, oder? Ich hab da unten ist noch eine Sonnenmünze. So. Oh. Na, ziemlich viele Ringe jetzt verpasst, aber naja, Hauptsache wir leben. Ansonsten wären alle verdammten Punkte weg gewesen und das wäre nicht so nice. So und zack. So, hier sind die letzten Gegner. Zack. Oder warte, war hier noch eine Münze? Nein. Ich glaube, dann haben wir echt eine Münze übersehen, aber ich weiß nicht wo. Weil hier ist wirklich nirgendwo mehr eine. Zack. So, weg mit dir. Und wo ist dein Freund? Hier. Hallo? So, stirb jetzt. Mein Gott. Sehr schön. Da haben wir den Boss-Schlüssel. So. Komm schon, hier musst du noch irgendwo... Na gut, egal. Hauptsache, das Level ist geschafft. So gehört sich das. Schön Rang S. In den Warhawk-Leveln, wenn man nicht stirbt und so oft wie möglich kritische Angriffe macht, ist es wirklich einfach, Rang S zu bekommen. So, 13 Punkte. Was machen wir denn damit? Sollen wir mal sagen, wir punkten das erstmal noch in Stärke. Zack. Damit wir übermächtig werden. Leben könnte vielleicht nicht schaden, vor allem später. So. Kampf vor allem, um noch ein paar Kombos zu haben. Zack. Komm, nochmal. Und... ja. Ich schätze mal, ansonsten können wir nicht wirklich mehr viel machen. Also pumpen wir das noch in den Kampf. Und dann hat sich die Sache. Gut, dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Kommt jetzt eine Cutscene, oder? Nee. Ich glaube, wir werden jetzt einfach wieder ins Bagonia reingeschmissen und müssen dann noch zum Professor gehen, oder? Oder hier müssen wir jetzt sofort zu Holoska? Ich bin mir nicht sicher. Sonic, ich habe schon auf dich gewartet. Hier, ich habe was vom Professor für dich. Er hat nach dem Lesen der Manuskripte wohl etwas gefunden. Und zwar das hier. Keine Ahnung, wozu das gut ist, aber naja. Merkwürdige Kamera erhalten. Ja, die werden wir kein einziges Mal im Spiel benutzen, weil... Ah, sofort Cutscene. Da, die Cutscene erklärt schon, wofür die Kamera da ist. Something's not right here.
Genau, dafür ist die Kamera da. Wenn man damit Leute in der Stadt fotografiert, kann es sein, wenn sich manche Leute komisch verhalten, dass die dann, ja, so eine Extra-Mission machen. Aber die sind nebensächlich und ziemlich unnötig und wir folgen ja eh nur der Story, also ist es auch egal. So, da kommt mal her, meine lieben Freunde. Bam! Ich habe gerade eben noch ein Stärke-Upgrade bekommen. Das bekommt ihr jetzt zu spüren. So, weg mit dir. Zack. Bam. Sidekick. Bam. Sehr schön. Mission geschafft. Cool. Natürlich kriegt man dafür keinen Rang und ja. Ich würde sagen, das pumpen wir in Sonic. Ja, hier, Tempo würde ich mal sagen. Gut. Sonic. You know Sonic? Well, of course. He was here just a moment ago. Tell me what's happened to him. Please, tell me everything you know. I'll happily explain everything over a plate of cucumber sandwich. Alles klar, das wird's wohl gewesen sein. Wow, hast du das gesehen? Wahnsinn, die Kamera ist genial. So sorgst du dafür, dass bei Nacht verrückt werdende normal werden. Denk dran, dass du zum Professor musst, wenn dir die Blitze ausgehen. Du kannst jetzt den Kamerablitz verwenden. Der Blitz funktioniert nur nachts. Siehst du jemanden Auffälliges, drücke Dreieck und ein grelles Licht erledigt den Rest. Okay, gut, dann jetzt zu Holoska, oder? Ich denke schon. Gut, dann gehen wir jetzt nach Holoska. Weil ich glaube, dass es jetzt kontraproduktiv wäre, zum Professor zu gehen, jetzt wo Amy da rumhängt und... Ja, bin kein großer Fan von Amy. Gut, wie dem auch sei, wollen wir doch mal sehen. Holoska ist... Ja, hier ist es aber noch Tag. Das Taglevel haben wir ja schon gemacht. Also, Zeit verstreichen lassen und Nacht. So, dann können wir, glaube ich, auch sofort die... Wir waren hier ja bei Tag, da können wir sofort auch die Münzen holen, ne? Ah, ein Moment. Tut mir leid. Ach. Gut, Holoska, hier war eine Münze und... Hier unten war, glaube ich, in irgendeinem Schneemann noch eine Münze. Genau, hier. Perfekt. Dann können wir sofort ins Eingangslevel gehen. So. Ich glaube, wir können mit dem Werehog dieses Gebiet jetzt auch sehr, sehr viel besser erkunden. Weil wirklich was gefunden haben wir hier ja noch nicht. Ich denke mal, die letzte Minute werden wir uns jetzt hier noch einfach ein bisschen umsehen. Weil es nicht wirklich Sinn macht, jetzt noch in ein Nachtlevel reinzugehen. Gut, dann gucken wir uns mal um. So. Meines Wissens nach war hier oben irgendwas. Na, komm her. Zack, weg mit dir. Genau, da war so eine Münze. So, hier muss man aufpassen, weil hier kann sich Sonic nicht festhalten. Hier fällt er sofort runter. So. Pass auf. Oh. Man kann halt die Kamera nicht drehen. Das ist. Hilfe. Sonic, pass auf. So, komm.
Ganz langsam. So. So. Und so. Und perfekt. So, wo ist jetzt die Münze? Okay, sofort hier. Hier ist bestimmt irgendwas bei Tag, sonst wäre hier nicht so ein Münzring. Zack, da haben wir sie. Perfekt. Und bam, 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 bam. Also haben wir schon... Naja, den Sprintangriff haben wir leider noch nicht. Er ist ziemlich nützlich bei manchen Gegnern. Zack, bam. So, hier war aber, glaube ich, noch eine. Genau. Und da hinten müsste auch noch was sein, aber das sehen wir uns vielleicht ein anderes Mal an, falls wir hier überhaupt nochmal zurückkehren. Ich denke nämlich nicht. Also legen wir einfach die Schalter um. Gucken, ob hier irgendwas ist. Hier ist eine Schallplatte. Sehr schön. Und das war's auch schon. Wieso? Wo muss ich lang? Egal, ich glaube, wir gucken uns im nächsten Part mal ein bisschen um und finden mal heraus, wo wir hin müssen. Weil eigentlich war hier das Nachtlevel. Oder müssen wir jetzt ja... Moment! Natürlich, wir können bei Tag nach Spagonia und da erstmal uns die Fähigkeit holen. Da gibt es nämlich auch noch eine Fähigkeit. Gut, werden wir das also im nächsten Part zuerst machen. Also Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute!